rechts oder links? Was muss man denn nun beobachten? Diese Frage stellten sich in den letzten Wochen wohl viele. Die Antwort von Innenminister Hans-Peter Friedrich: beides. Beim Neujahrsempfang der CSU Memmingen bekräftigte er erneut, die Partei Die Linke wird zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet. Zum Beispiel, dass sich die Linken in Teilen nicht distanzieren von gewalttätigen Demonstrationen beispielsweise, von Straftaten. Zum Beispiel, dass die Linke Kontakte hat zu ausländischen Terrororganisationen wie der PKK. Und zum Beispiel, dass die Linke eine offensive Programmatik auch gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat. Und das ist, glaube ich, Grund genug, einfach sich anzuschauen, wie stark sind denn diese linksextremistischen Einschlüsse bei den Linken. Wie gesagt, da geht es nicht darum, Personen zu beobachten, sondern Strukturen und die Entwicklung einer Partei. Doch weil unter den beobachteten Personen auch Namen sind wie Gregor Gysi oder die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, hagelt es Kritik, vor allem von der Opposition. Ja, soweit die Opposition Rot und Grün ist, wundert mich die Kritik, weil auch zu Zeiten von Rot-Grün die Linke selbstverständlich beobachtet wurde und selbstverständlich auch Abgeordnete der Linken. Also insofern ist da viel Schauspielerei dabei. Aber nicht nur der Linksextremismus macht dem Innenminister Sorgen. Auf dem rechten Auge blind. Diesen Satz musste er sich oft anhören. Das Ausmaß der Zwickauer Terrorzelle hat Deutschland schockiert. Rechtsextremismus sei umgeschlagen zu Rechtsterrorismus. Damit hätte niemand gerechnet, so Friedrich. Durch die Anschläge des nationalsozialistischen Untergrunds rückt auch die NPD wieder in den Blickwinkel. Viele fordern ein Verbot der Partei. Das allerdings ist nicht so einfach. Verfassungsfeindliche Bestrebungen der NPD, die offensichtlich sind, reichen nicht aus, sondern das Verfassungsgericht sagt, aggressiv kämpferisches Verhalten gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dazu versuchen wir jetzt Belege, Beweise zu sammeln, die am Ende ausreichen sollen, um die Partei zu verbieten. Ob es uns gelingt, solche gewichtigen Beweise auch zu finden, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Deutschland müsse Kriminalität und Terrorismus auf Augenhöhe bekämpfen. Deswegen läuft seit dem 16. Dezember in Bonn ein Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus. Die Kräfte aller Behörden auf Landes- und Bundesebene sollen dort gebündelt werden. Täglich werden dort die Informationen zur Szene, zur Neonazi- und Rechtsextremisten-Szene gesammelt und ausgewertet. Wir haben eine Verbunddatei jetzt auf den Weg gebracht, in der alle Informationen über Rechtsextremismus gesammelt werden und ständig aktualisiert werden. Und ich denke, das sind die Dinge, die jetzt gemacht werden müssen, um ähnlich wie andere Bedrohungen wie den Islamismus effizient, effektiv und auch mit den richtigen Strukturen zu bekämpfen. Trotz aller Diskussionen also, Innenminister Friedrich ist sich sicher, er dirigiert den Verfassungsschutz an die richtige Stelle.